Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns den Prolog an von den Saloon Simulator von Libby Games. Die haben momentan noch ein paar andere Spiele auf der Ankündigung. Und zwar Leshy, Gnome Punk und Pagan Age. Ich weiß nicht, wie gut das für die Qualität dann ist, wenn man so viele Spiele zeitgleich macht. Eventuell sind sie auch ein großes Team. Was soll's? Der Prolog davon, der ist relativ gut bewertet und ja, wir schauen einfach mal, was der Saloon Simulator so kann. Ich habe noch nicht reingespielt, ich habe nur die Grafik eingestellt und den Ton. Wir sagen jetzt direkt einmal neues Spiel. Und immerhin, es ist schon mal eine deutsche Übersetzung da. At least vom Menü. Okay, passiert irgendwas? Läuft übrigens in der Unreal Engine. Hallo? Spiel? Ah. This place is not what I imagined. Starting a business here is going to be a challenge. Okay. Die Maus ist ein bisschen schnell. Aber sieht schön aus. Waren hier auch Züge? Auch für einen Freund? Ist jetzt nicht so der mega high polish. Warte mal, wir wollen hier einen Saloon aufmachen. In der Stadt, die dezent verlassen wirkt. Also komm mit den Hitzeschwaden da hinten. Ah, die Kirche. Ja. Bitte sag mir nicht. Time to use some muscle and make my way inside. Okay. Lassen Sie die Bretter halt aus, um den Eingang entsperren. Okay. Was genau? Ach so, mehrfach. Linksklick, okay. Okay. Das liegt dann jetzt einfach mal hier so. Okay. Holy shoo. Ah, der Eimer ist jetzt in deinem Besitz. Überprüfe ihn in deinem Radialmenü. Halte Tab. Wenn du den Mülleimer in deinem Besitz hast, kannst du Müll sammeln, den du im Saloon und außerhalb des Gebäudes findest. Du kannst einen Müllsack herstellen, wann immer du willst. Einfach rechte Maustaste drücken. Damn, what a flea pit. Okay. I was expecting the saloon to be abandoned, not devastated. Yeah. Oh, geil. Honeypot. Is it this? All right. Let's start with the trash. Oh, ja. Ich habe mir schon gedacht, dass es die Art von Simulator sein wird. Möchte ich das auch das wegmachen? Nö. Okay. Mal weg damit. Geht das auch da rein? Ja, also. Ah, das kann ich dafür wieder sauber hinstellen. Gut. Ah. Mülleimer? Möbel und mehr. Oh, was sind das an Sachen zum selber kaufen und so? Ah, selber herstellen, so. Ich hoffe, das wird noch irgendwie erklärt. So, Müll. Was Abfall in den Mülleimer werfen. G. Okay. Hey, jo, immer rein damit. Oh je, wenn die Simulatoren zur Arbeit werden. Das ist kein Müll. Okay. Kann ich auch dich wieder hinstellen? Okay, das geht. Wisst ihr was? Wir fangen mal hier hinten an. Ah. An Tabelle anhängen. Ich vermute mal, die Übersetzung ist automatisch teilweise passiert. Okay. Machen wir dich mal daran. Das schaut ja furchtbar aus hier.
Und wir brauchen einen neuen Boden. Naja, sehen wir es mal positiv. Es könnte schlimmer sein hier. Oh weh, es kommt dann der Tutorial und sagt, ich soll das dann machen. Und dann habe ich schon gemacht und das Tutorial ist dann verwirrt. Was mit dem Zeugs hier? Okay, da komme ich nicht nach hinten. Achso, das kann ich nicht mitnehmen, okay. Mehr Müll. Fast voll. Better find a place to dispose of this right away. Ja, warte mal. Ich will erstmal. Jum. Holy shit. Okay, der ganze Mist muss hier weg. Aber eigentlich. Lesen Sie. Ganz nette Küche hier. Nehmen Sie eine Müsse mit zur Mülldeponie. Ja, gleich. Okay, da darf ich nicht rein. Wisst ihr was? Ich gucke erstmal hier oben. Bleiben Sie zu, halten Sie. Sammeln. Geld. Gut, das bleibt einfach mal hier. Das ist Schrott hier. Oh, ob man dann hier. Ich nenne es mal Angestellte haben, die dann diverse Services machen. Man war jetzt nicht so untypisch. Wie damals. Okay. Locked. If I can't find the key, I'll have to force it open. Schlüssel finden. Gut, dann nehmen wir mal den Weg hier. There must be a dump around here somewhere. Das Ganze hier ist eine Mülldeponie momentan. Aber schöne Gegend. Was das Vorhandensein von Müll in Saloon schreckt die Kunden ab und wirkt sich auf Trinkgeld, die Anzahl der Gäste und ihre Reaktionen aus. Ja. Ganz einzelne Müllteile oder ganze Säcke sammeln und sie zur Mülldeponie bringen und sie zu entsorgen. Müll ist eine wichtige Währung, Bruder. Du wirst später mehr darüber erfahren. Das Mülldeponie? Ja. Let me guess, das wird dann einfach nur. Done. Does anyone even visit this town? Das frage ich mich allerdings auch, so wie das hier aussieht. Was ist das? Hallo Einwohner von Blueberry. Ich gehe für eine Weile weg. Ich habe das Gefühl, dass meine Suche nach Dulcinea dieses Mal etwas länger dauern könnte. Erwartet mich nicht so bald zurück. Eher Anfang April mit meinem üblichen Vorrat an außergewöhnlichen Funden. Okay. In der Zwischenzeit könnt ihr den Müll so hochstapeln, wie ihr wollt. Ich kümmere mich darum, wenn ich zurückkomme. Bis dahin hoffe ich, dass ich... dass in eurer Kleinstadt alles in Ordnung ist. Wie soll es im April? Charlie. The 1st of April is tomorrow. Might be worth a look. Assuming, of course, that Charlie has left this note this year. Guter Point. War ich damit? Okay. Gut, nehmen wir zu Hause. Können wir vielleicht von der Rückseite da irgendwie was machen mit der Tür? Das ist so ein Saustall hier. Nee. Das ist alles. Oh, ich will das hier alles sauber machen. Naja, gehen wir mal dem Tutorial hinterher. Wo geht's denn noch? Ja, ich glaube. Die Treppe braucht eine Renovation. Jetzt hier auf? Nee. Funktionierst du noch? Ich weiß nicht, ich will das eigentlich. Nee, da muss weg. Das kann ich nicht wegmachen. Und hier auch zu. Okay, also die Seite sieht noch am besten aus. Oh, ich will die ganzen Müll hier weg haben. Also, let's see if there's any floor under this dirt. Reinige den schmutzigen Boden. Wie denn? Gießen.
Hallo? Kann ich den ausrüsten? Weißt du was? Mach mal. Wo mache ich denn dich hin? Weißt du was? Du bist jetzt einfach mal hier. Das sieht wenigstens ein bisschen aufgeräumter aus. Wie kann ich das... Hä? Wo sehe ich denn das Zeug, was ich habe? Lebensmittel, alle. Möbel und mehr Artikel. Oder I für Inventar? Also, hä? Ach, mit Tab? Okay. Also, hier soll man machen. Okay. Naja, es ist jetzt kein gewaltiger Unterschied. Was einrichtungsgetisch ist, nämlich Stühle und Tische kannst du aufheben, da kannst du überall platzieren, wo du willst. Sorg für Ordnung, indem du die Stühle neben Tische stellst, wenn die Gäste einen Platz haben, um die Mahlzeit zu genießen. Okay. For now, this is as good as it gets. It's time to set up the chairs and tables. Hab ich doch schon. Ach so, der eine einzige da fehlt noch. Was will ich denn ranmachen? Ach so. I guess hier. Okay, Getränke können nur durch Interaktion mit dem Kunden, der vor der Theke steht, zubereitet werden. Sprich mit dem Kunden und du wirst sehen, wie du es selbst machen kannst. Manche Charaktere haben ihre Lieblingsgetränke, gib ihnen eine von ihnen und beobachte das Ergebnis. Du kannst ihre Wertschätzung gewinnen und sogar ein besonderes Geschenk erhalten. Aha. Es ist auch möglich, jemanden abzulenken und Ärger zu vermeiden, indem du seinem Lieblingsgetränk anbietest. Wenn dann hier Stress ist. Kannst du die Funktion im Tagebuch nachlesen, kurz Tab drücken, Tagebuch wählen, dann Charakterregister wählen. Okay, wenn du auf weitere wichtige Charaktere triffst, werden Informationen über sie im Tagebuch eingetragen. Sprechen Sie mit dem Fremden. Wo kommst denn du? Well, ist die Tür offen. A fine job setting up, Butterfingers. Moin. I must say, the rat droppings on the threshold caught my eye. Did you come up with this decor yourself? Nicht wirklich. It's my business what happens to this place. We both know that ain't true. Have you forgotten the agreement you made with Mr. Locke? Do you know this man? I know he'll be mighty disappointed if we don't handle a sensitive matter right now. Who are you anyway? I'll tell you only what you gotta know, Butterfingers. They call me W, and as long as you run the saloon, we're tied together like tumbleweeds in a dust storm, whether you like it or not. The name's Cheyenne, and I don't think I need to listen to you. I know your name, and Mr. Locke knows what's going on here. Quit wasting our time and follow me. But how to... Ja, High Quality würde ich jetzt mal hier sagen, aber gut, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Jo. Ja, ich komme gleich, aber danke immerhin fürs Tür aufmachen. Okay. Jetzt? Got the keys to the whole dang saloon, do you? Get in. Kann ich den Schlüssel haben? Oh. Jesus. That's a fresh corpse? Fresh? They've been lying here for a few hours. Come on, there's nothing to see. Help me clean it up. No fucking way, W. This is murder. If we get rid of the body, it'll be merely a mysterious disappearance. Besides, the town doesn't have a sheriff yet. Okay. What is this man even doing here? He is lying dead. Stop asking stupid questions and get to work. I saw a rag here somewhere. You know what to do. Yeah. Okay. Seit ein paar Stunden also schon. Okay, das einzige Zimmer, was einigermaßen am... Ach so, darf ich nicht raus. Ach, da hinten.
Ah, dachte du, da könntest friedlich Drinks an reiche Ölmänner servieren? Doch, eigentlich schon. Ja, nicht so schnell. Der Lappen, den du erworben hast, wird sich als nützlich erweisen, um Blutflecken wegzuwischen. Linke Wasser drücken, sei es nach einer Kneipenschlägerei oder von den weggeführten Verhören in seinem Och nee, das ist sein Ding. Du kannst es auch benutzen, um Getränkeflecken von der Theke zu wischen. What did I get myself into? Ja, gute Frage. Das funktioniert schon mal gut. Oh, ich muss mich hinknien, okay. After you clean up the blood, take the body to Casey. She's the local mortician. Another one of Locke's associates? I wouldn't call her that. At least not to her face. She just does what she can to stay alive. Like we all do. Okay, nachdem du deine Leiche aufgesammelt hast, linke Maus drücken, kannst du sie zum Bestatter bringen und in den Sarg legen. Okay. Ach, ich krieg Geld dafür. Ja dann. Okay. Ja. Interessante Art und Weise, die Person zu halten. Ja, okay. Es ist High Quality. Aber solange es dann Spaß macht, wenn hier was los ist. Wo ist der Bestatter überhaupt? I guess, du bist der Bestatter. What a surprise. You're one of them after all. Ich would... Okay. One of whom? What are you talking about? I'm just here to run the saloon. And you ended up carting around dead bodies. Do you know who he was? Keine Ahnung. No idea. He poured drinks before you. Oh. Wait, you're kidding me, right? I'm terribly sorry for your loss. Welcome to Blueberry, I'm Casey O'Hara. How shall I inscribe your grave? They call me Cheyenne. Can you tell me how not to end up like this? Do what W tells you. Don't ask questions. And don't look for answers. Can I buy a pre-need plan or... Just stick a $5 bill in your boot and don't worry about it. I'll make sure you get a proper send-off. Thanks. That's surprisingly comforting. At your service. Du bist schnell bei der Arbeit. Nicht rein. Ja, also ganz ehrlich, mega shady, was hier so abgeht. Wo ist eine Banditengruppe hier? So, kann ich jetzt den Schlüssel haben? Done. Let's wait for the final act with applause. I'll fill you in on your second job when the time comes. Aha. Second job? Relax, Cheyenne. You'll hear a whistle and see me at the window on the balcony. That's the signal for you to head to the barn. Understood? And you will scratch me behind my ear after a good done job? I'm not a dog, but I guess I don't have much of a choice, do I? You don't. Heh, you're a smart ass, you know. There's a chance you'll live a little longer. Longer than the previous owner? Huh? Hmm. So Casey spilled the beans, huh? He made some bad choices, but I thought, no, enough of that. Get to work. Show me what you can do. Give me a good old stone fence, now. Are you talking about a drink, or do you need a stable? Drink. So, how'll it be, partner? Okay, besondere Getränke und Bewohner. Wenn Sie hinter den Tresen stehen, können Sie mit der Vorbereitung der Bestellung beginnen. Einige Personen haben ihre Lieblingsgetränke, servier Ihnen. Eins dieser Getränke und beobachte das Ergebnis. Achso, ja, das hat man ja schon. Um ihn abzulenken, das hat man auch. Also hinter die Theke. Gut. Offen? Ja, passt. Also, wir haben halt nicht wirklich was da, ne? Geld.
einfach mal so da liegt. Rostzitronenscheibe, Lagerung. Die Übersetzung. Ich weiß nicht. Wie jetzt? Da können nur drei Gläser rein. Da hat es aber ein bisschen mehr Platz hier. Was ist das? Ach so, das ist Aufgabenjournal. Okay. Noch mehr Geld. Eisbox. Wir haben Eis? Und ich hätte auch da reingehen können. Okay. Also, Getränk herstellen. Das ist der Basketball. Dies ist ihr Barkeeper assistierend handeln. Okay. Von ihr aus kannst du deinen Gästen jede Art Getränke servieren, die sie sich vorstellen können. Okay. Prüfen Sie, welches Getränk der Kunde bestellt hat. Die Informationen werden am oberen Rand des Bildschirms und in der unteren linken Ecke in der Form einer Liste angezeigt, die sich durch die richtigen Schritte führt. Verwenden Sie Barglas. Nur 2 OC von Whisky, Apfelwein. Setzen Sie Eiswürfel mit Löffel umrühren. Zaun aus Zaun. Wenn später im Spiel etwas schief geht, kannst du den ganzen Prozess neu starten. Denke daran, dass verbrauchte Zutaten verschwinden werden. Okay. Wählen Sie die entsprechende Glasart aus, den kreisförmigen Menü, in dem Sie bla bla bla. Ziehen Sie auf Tisch. Ja, okay. Achso. Barglas. Da so hin. Okay, nächster Schritt. Wählen Sie den entsprechenden Alkohol aus, aus dem Menü, klicke einfach auf linke Maustaste. Okay. Aha. Nur 2 hat es geheißen? Oh, ich habe doch jetzt nur 2 drin. Wissen du jetzt? Noch mehr? Boah, warum bist du jetzt da noch mehr Whisky? Für den Apfelwein. Sag mal. Was willst du von mir? Nee, nächster Schritt. Wieso kann ich das andere nicht wählen? Ach so, ja, weil. 2. Okay, Apfelwein 1. Das echte Zutaten sind? Ah, Rezepte meine ich. So, wir brauchen noch Eiswürfel. Da haben wir nichts. Jetzt sind die Eiswürfel. Okay. Mit Löffel umrühren. Lol. Gut, Getränk beenden. Bezahlst du mich auch? That's what I fucking needed. If I'm going to make more of these, I'm going to need supplies. Don't worry about that. I know a supplier goes by the name of Jack. I've already let him know that he should start coming to Blueberry again. Okay. He will be here soon. Appreciated. Wir haben nur $11. No problem, partner. I sure hope no one else has to make stone fences for me. Yeah. Pleasure to meet the new owner of the once famous Blueberry Saloon. Hier braucht es definitiv noch ein bisschen Arbeit, sollte das hier ernsthafter werden. Okay. Ciao, I guess. Der Saloon kann über Informationstafel von Hauptgang geöffnet geschlossen werden. Schließlich des Saloons kann manchmal notwendig sein, um Aufgaben innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erfüllen oder um deine Vorräte wieder aufzufüllen. Das heißt, wir machen den jetzt offiziell auf. Kürbis. Kann ich... Ach, sag mir doch, dass ich den ganzen Müll hier dann irgendwann wegmachen kann. Aber gut. Wir eröffnen mal den Saloon. I guess. Here goes nothing. Warten Sie auf Kunden. Oh, da kommen sogar welche.
Aus dem Nichts. Ab hinter die Bar. Welcome to the Blueberry Saloon. Schönen guten Tag. Aufrechter Bürger. Okay, Getränke herstellen. Whisky pur. Good day. Okay. Oh, diesmal schneller. Einmal gleich drei. Okay. Und wir sagen, das war's. Was hättest du denn gerne? Ah, Schnapsglas. Cheers to the bartender. Und einmal Whisky, zwei. Ja, sogar noch ein bisschen extra. Ja, damn, the liquor is running out. Where's this trader? Getränke herstellen, okay. This drink is so damn good, it could bring a smile to a grizzly bear. Ich weiß halt nicht, wie alt er schon ist, liebe Leute, ne? Aber solange er das trinkt, so kann ich eigentlich direkt beenden sagen. Sounds like a traveling cart. It's better be the trader. Don't fret, you'll get the hang of it soon enough. Was? Und kein Geld ausgeben. Aha. Es ist hier dreckig. Sag mal. Ah, Lappen. Hä? Wird das jetzt nicht sauber hier? Doch. Oh, Mann. Willst du was zum Sauber machen? Ne, schaut gut aus. Okay, gehen wir mal zum Tradesman hier. Oh. Richtig schön stilecht. Okay. Also nur braucht Nachschub. Jack wird dir von morgens bis abends Dienst sein. Integriere mit ihm, linke Maustaste, etc. Moin. Mi scusi, you must be Cheyenne. In the flesh. And you must be Jack, the supplier. Supplier? Mio amici. I'm your compagno on this nasty sea of sand. Giacomo Allegretti. But the locals call me Jack. All right, Giacomo Jack. I'm Cheyenne. And I'm going to need your help. I can smell a good deal from a mile away. And I smell it here. We'll make a deal, Cheyenne. KI, just tell me what you need. So. Aber nur can you get me some alcohol and supplies? I need to get this business rolling. Ah, diese Dialoge. Stai calmo, amico. Just show me the dollars and I'll deliver what's needed. Okay. Warte mal. Was war denn die Aufgabe? Whisky 2 und eine Flasche Apfelwein. What the f... Hä? Einzelzeitbespeicher? Okay, das ist Whisky. 1, 2 und Apfelwein. Nein. Oh. Brauche ich sonst nur irgendwas? Also das ist hier in Stufen. Dollar 10, sind Sie sicher? Ja. Echo. Thanks. Will you come in for a drink? I'd love to, but not now. I have to take care of the cart. Not Julie. See you around. See you. Was mussten du denn da Schlimmes tun? Okay. Nehme eine Kiste von der Rückseite von Jacks Wagen auf, geh damit den auf die Balken. Ja, okay, also einfach ausladen. Okay. Ja, dankeschön. Box entladen. Auf. Hallo? Ja, dankeschön. Also, okay, ich kann das auch nicht frei platzieren. Genau, dann Max. Oh, hier gibt es dann auch noch. Mach jetzt wieder die Kiste. Okay, Abfall. Sprechen Sie mit. The bar is open again. Damn, I might just cry. Ja, moin. Hätten Sie gern was? Hello, Barkeep.
Come closer, young lad. What can I treat you to? Howdy. Name Samuel. Welcome to the land where dreams ain't just dreams. Is that what you say? They call me Cheyenne, and for me the town looks deserted. Just looks, my friend, just looks. Blueberry's got its secrets, I can tell. You're sharp. You must sense it, too. Can't say I do. What's your trade, Sam? The only real job there is, with all due respect. I'm a gold prospector, and I own the local open pit mine. Gold? In Blueberry? Come by my house and give me a hand with the mining. Got a special contraption, just needs a little bit of fixing. We split what we find equally and fairly. You'll get a solid 20%. What do you think? Lol. Doesn't sound entirely fair. Nee. We can work out the details later. Don't let it bother you. Now, listen. Could you make me something to eat? I'm starving. Ich hab aber nur Getränke eingekauft. One thing, though. Yes? Till my contraption's churning, can't pay in cash. What can you offer, then? If you make a meal just the way I like it, I'll have a special gift for you in the future. Trust me, you won't be disappointed. So when is it? Okay. Worth a shot. Okay, Topf von der Wand und stell ihn auf den Herd, um den Kochen zu beginnen. Es ist aber wichtig, dass du die Gerichte nach dem Rezept im Kochbuch zubereitest. Sonst bekommst du eine Match. Okay. Ja, also, was bist du jetzt eigentlich? This room sure needs a renovation. Ah, dezent. Aber das ist doch nicht mal das schlimmste Ding hier. Kann ich das vorher sauber machen? Nee. Okay. Wenn du etwas für deine Gäste kochen willst, musst du zuerst ein passendes Rezept für die Gerichte finden. Okay. Biskuit und Soße. Alles klar. Fleisch von... Was? Fleisch von Organen hinzufügen. Butter. Drei Knüppelkuchen. Gesalzene Mahlzeit. Portionen 7. Friedfertigkeit. Okay. Rezept verfolgen. Hinzufügen 2 Stücke Fleisch von Organen. Okay. 2 Stück. Butter hinzufügen. Wo auch immer wir das dann herhaben. Knüppelkuchen. Hardtack. 3. Okay. Es braucht keine Gewürze. Denk daran, um Gewürze zu verwenden, zieh die Behälter, bla bla bla. Ja, also bitte. Kannst du dann sagen, Essen ist fast fertig. Jetzt musst du dein Gericht hinzufügen. Maximiere die Flamme, indem du die Leertaste drückst, während sich der Cursor über der grünen Flammkachel befindet. Okay. Okay. Kochzeit 14 Sekunden, Bonus plus 2. Ja, okay. Das war's jetzt. Nehmen Sie den Topf vom Herd und stellen Sie ihn auf dem Serviertisch. Der hier? Okay. So einen Teller nehmen. Gut. Und jetzt? Nimm seinen Teller und füllen sie mit dem fertigen Gericht. Ach so, okay. Ja, ich hoffe, das ist genießbar. Viel Spaß. Thanks, you won't regret this. Ich muss mal hoffen. Okay. Geben Sie sich mal ein paar Kunden. Wenn welche da wären. Ich würde eigentlich gerne mal das sauer machen hier. Lesen Sie. Achso, das ist Rezeptbuch. Eiskübellagerung. Pfirsichscheibe. Moin.
Okay, Whisky auf dem Felsen. Ein paar Glas. So. Huge. Und einmal noch Eis hier. Viel Spaß. Du genau das gleiche. Hm, ich sehe, wie das Spaß macht. Komm. Ja, ein bisschen noch. So. Und Eiswürfel. Los geht's. So, das nehme ich gerade mal wieder mit. Was hättest du gern? Whisky pur. Und eine Whisky. Wir haben noch andere Sachen. So. Was hättest du gerne? Oh, ein Whisky pur. Gut. What the? Hey, stop it. Was kneipt mich Schlägerei? Ich glaube, das vor, dass sich hier die Kunden aneinander prügeln. Das hängt von der Stimmung im Saloon ab. Manchmal vom Grad der Trunkenheit. Manchmal einfach vom Zufall. Steht zunächst fest, welcher der beiden Kontrahenten der Angreifer und welcher der Angegriffene ist. Nehmen Sie einen beliebigen Gegenstand und werfen Sie ihn auf den Angreifer. Diese Weise halten Sie ihn davon ab, weiteren Schaden zuzufügen. Okay. Old coot. Bet you can't even take it outside. Hey, enough. Yeah? End this now. Watch me run up and kick your ass. Thanks, but no punches for me. Good luck. Okay. Hat gut funktioniert. Unconscious. Can't leave him here like this. Hope someone in town can help. Good day. Oh, the fuck doctor. Is that? Ah, Schlägerei. Hey, you. Do you know a doctor? Well, of course I know him. He's me. Oh, great. Will he survive? What happened to him? Got hit in the head. He looks fine to me, but the fact he is unconscious can be worrying. Damn. So what do we do now? Okay, Text passt auch nicht. Is he your friend? Will you take care of him? No? Nah, just served him a drink. Hmm. All right. Then pick him up and follow me. Ja, was wir hier jetzt alles machen müssen. Ja, auch wieder so. Okay. Guck nicht so schnell, bitte. Gibst du mir jetzt eigentlich auch Geld, wenn ich die Patienten bringe? Oh no. Ich sehe, wo das hingeht. Lay him here. If you find someone injured, bring them to me. I'll patch them up and get them back on their feet. I can't pay you, but the town will be grateful. And so will the people we save. Okay. I'll do my best, Doc. See you around, Cheyenne. Oh, die, jo, okay. Ja, als verletzte Person immer zu ihnen hinbringen. Okay. Ich sehe schon kommen. Die ganzen Bewohner stehen dann einfach nur hier draußen. So wie er da. Gut. Let's hope it's peaceful for the rest of today. Einmal sauber machen hier. So. Oh, da liegt ja noch Geld. Gibt's irgendwas? Dienen Sie Ihre Gäste. Hey, was ist denn da hier? Ab in den Müll. Ach, der will was essen. Moment, das haben wir gleich. So, bitteschön. If you hadn't opened this kitchen, I might have eaten a prospector. So, was darf es denn sein? Schuss Whisky, Schnapsglas. Und dann mit 2. Wunderbar. So, Whisky pur im Barglas. So, bitte. Ja, ein bisschen noch.
So, sehr gut. So, Zaun aus Stein. This drink is like a wild ride through flavor country. So, Apfelwein. So, Eiswürfel. Und dann Löffel umrühren. Bitteschön. Moin. Zaun aus Stein. What has this madman come up with this time? Ja, ich muss hier Leute bedienen. Geht grad nicht. So, Eiswürfel. So, und Geld. Achso, ja, warte mal, ich mache hier erstmal noch sauber. Damn, this drink is liquid gold. Oh, noch sauber hier. Sehr gut. Dankeschön. Der da hinten hat ja auch noch was, Dollar. Was ist denn das? Einfach mal Geld hier rum. So, mach's aber. Geld her. Dankeschön. Also, was los? Aufrechte Bürger wartet. Triff wen? Ach so, stimmt ja. Hat er gesagt, das würde die Scheune gehen. Dann machen wir hier mal kurz dicht. Kann gar nicht dicht machen. Hallo? Dann halt nicht. So. Ich hoffe, wir machen da nur legale Sachen. Kann doch. How's business going, Cheyenne? I heard from Jack that supplies are flowing. Can't complain. But what's on your mind this time? Same as always. I want to help you with your business. See that wagon over there? Nein. And the dead body. Do I even want to know? Trust me, you do. Here's a crowbar, time to get to work. I use this barn to dismantle stolen carts. You can make a good profit from it. Just be careful and clean up any traces thoroughly. That's where you come in. How exactly? It's simple. I'll keep watch while you dismantle the wagon and hide the parts in the hay. If you happen to come across a chest, try to open it. If there's a body on, we've got that covered too. Casey and her irreplaceable services. Exactly. Okay. Also, das hier oder wie? Nehmen Sie den Wagen auseinander. Also, ja, okay. Dann machen wir hier mal alles kaputt. Wie weit kaputt noch? Tut die komplett die? Oh, kann ich dann so meinen Salon sauber machen? Ja, ich will das erst noch weiter kaputt machen. Okay, guess that's it. Ist es hier noch rumschweben? Ja, also... Was ist das jetzt? Okay, aufheben. Also einfach so rein, okay. Schon irgendwie stumpfsinnig. Good. Ist da was? Now the chest. Ah, I see. Okay. Time to get prize. Cordell, erinnert sich an den Angeber Hank Custer, der damit geprahlt hat, dass er Old Fashioned mit Pfirsich- und Zitronenschale bevorzugt und damit geprahlt hat, dass er Gesetzlose von Georgia bis nach Mexiko zum Zittern bringt.
Verdammte Idiot, ich hatte gehofft, sie würden ihn zur Patrouille in der Wildnis abkommandieren. Aber das klappt nicht. Er ist auf dem Weg nach Blueberry. Halten Sie ihn an der kurzen Leine. Sorgen Sie dafür, dass er sich auskennt und nicht alles vermasselt. Wir können uns noch keinen weiteren Fehler leisten. Das Beste, Sergeant Samuel Thompson. W, we have a problem. According to this letter, the sheriff is on his way to town. It seems that this guy here was sent to assess the situation. Well, he won't be assessing anything now. We need to act fast and take care of the body. Time is not on our side. This will make our job much harder, Cheyenne. Mhm. Welche Leiche eigentlich? Ach, die Leiche. Okay, warum sind die alle so komisch gefärbt? Damn. $12. Playing the outlaw seems easier when you're not dodging the sheriff's gaze. Just gotta hope he's not the sharpest tool in the shed. Ist er das da hinten? Der ist nur betrunken. Oh, I didn't see anything. Truth be told, I'm not even here. Yeah. I see the state sheriff's star here. I hope you and W know what you're doing. I hope so too. We need to ensure they're hidden well, as the sheriff will be arriving in Blueberry soon. Cheyenne, you've brought changes to this town. I trust you've got what it takes to deal with them. Oh yeah. Okay, Zug. Oh. Das dürfte dann der Sheriff sein. Der Zug ist weg. Alter. Naja. So. Mein Sheriff. So, Barkeep, are you the reason I ended up in this here hole? Eh? Warum? I don't think so. I'm just trying to run my business. I don't get in anyone's way. Well, what's your name anyway? Cheyenne. Listen, Cheyenne, my name is Hank Custer and I am the new sheriff in town. They sent me here because rumors reached the authorities that the town is starting to thrive. And whose fault is that? You mean to say it's credit, right, Hank? For you, it's Sheriff Custer. Let me tell you this, this damn place needs a firm hand, and mine is as firm as they come. The sooner the town is seen as peaceful, the quicker I can get a promotion. I won't interfere with the sheriff's work. You have my word. And damn fucking well, Cheyenne. Think of me as the leader of the wolf pack. As long as you obey, you can feel safe. Now show me what kind of drinks one can pull off here. Surprise me. Jo. Hä? Was ist das? Ruby hat einen neuen Sheriff. Deren Handlungen werden jetzt genau überwacht. Also achte auf seine Reaktion, um Ärger zu vermeiden. Okay, wenn der Sheriff den Saloon besucht, kannst du ihn von seinen Pflichten ablenken. Nimm einfach die entsprechenden Getränke. Aha. Sei vorsichtig, wenn ihr den Kahn abbaut, da übermäßiger Lärm die Wachsamkeitsstufe des Sheriffs erhöhen kann, soll Reaktionen möglicherweise aufgedeckt werden. Wenn der Sheriff dich beim Transport einer Leiche erwischt, wird das Konsequenzen haben und du wirst bestraft werden. Okay. Siddele. Bitters? Fresh peach? Altmodisch. In this one-horse town? How am I supposed to find those around here? Was Zucker, Sirup und Bitterstoffe? Das habe ich nicht. Hm. Ja, Wasser. Zitronenscheibe. Ich meine, das kann ich mal hinzufügen. Pfirsich habe ich nicht. Eiswürfel kann ich noch mit reinmachen. Ja. Sorry. Did you know I could throw you in jail for what you served me? Disgusting. I'm just starting out, Sheriff Custer. Next time, the drink will be perfect. Let's hope so. If I see you causing any problems, we'll quickly fall out of favor. And do you know what wolves do to those who get in their way? I assure you, Sheriff, you won't have any issues with me.
Very fucking well. Now it's time for me to leave. Don't stir up trouble, Cheyenne. Jojo. Geld? Hey. Oh, and one more thing. Could you check on that poor fellow who came with me? He might need some help, and I'm beat from the journey. Yeah, okay, wenn es sein muss. Wir haben Whisky noch 2, da haben wir noch 3. Kann ich noch ein bisschen mehr Sachen kaufen? Laden öffnen. Alkohol, alles. Ach so, das sind die Sachen. Nichts Spezielles. Na ja, okay. Also wie funktioniert das? Laufst du jetzt die ganze Zeit hier rum und ich muss dir einfach aus dem Weg gehen? Ist das dein... Ja, ich wünsche dir aber viel Spaß da drin, ne? Du siehst aus wie ein Bahnangestellter. Sir, was ist denn los? Good day. Cheyenne, the new bartender. Nice to meet you. I'm Earl. I can help you with those crates. No. I can handle it. It's no trouble. Let me... I can't pay you. Go away. I don't want money. It's just a friendly gesture. Hmm. That's new. Listen, these crates are really heavy. That's not a problem. All right, just don't drop them and don't expect a discount. Ja, machst du da irgendwie einen Shop auf oder was? Möchte mehr Salz nehmen? Told you. Was wird das für ein Store? Ach, bist du dann für die Einrichtungen und so weiter zuständig vom Saloon? Put it here. Okay. Hallo? So, you decided to come back to Blueberry. The big city business didn't work out? The boss values peace and the lack of competition. What's his name? Okay. Her. Addie McKay. So, Earl and Addie. For you, it's Miss McKay. Sorry. When is she coming? Soon. Okay. Ja, also es ist jetzt irgendwie genau die Art von Simulator, wie ich es mir vorgestellt habe, dass es sein wird. Mit dem Polish. Aber es ist jetzt... There's one left. Could you go get it? I'll start unpacking. Ja, ja. Sure. Ich glaube, es kann hier schon Spaß machen, aber es braucht halt definitiv mehr Arbeit. Also, damn. I need to pick this up. Sorry. Wie kann ich das aufnehmen? Ach so. Okay, ja. What's this? So ein Plan, wie ich das bauen kann. Okay, war's das? Ja, ich glaube, das war's. Oh, jetzt bin ich noch langsamer. Das ist bestimmt, weil ich jetzt hier so in der Hocke hier drin bin. Guten Tag. Ah, dahin. Okay. All right, that's it. When can I buy furniture from you? We'll start production when the boss arrives, but there are still a few unsold pieces in the basement. I'll get rid of it for the price of firewood. Can I see? Sure. Ach so, welcher Keller eigentlich? Also, was haben wir denn so? Ah, Stühle? Fancy Stühle? Okay. Will ich da was kaufen? Ich glaube, ich kaufe mal so die fancy Sachen hier. Sind sie sicher? Ja. Wo ist das Zeug jetzt? Ah, kaufen sie 3 neue Tische.
Sollte ich schon irgendwas Sinnvolles kaufen? Okay. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Aber ja, wie geht mit dem Fastigen? Eins. Das sieht fancy aus. Ich meine, wir haben Geld, ne? Eins, zwei, drei. Ist das sicher? You. Okay. One more thing. Take this. For the help. Was? I told you. Take it. I don't like unpaid debts. Nee. Like I said, a friendly gesture. Have it your way. Gut, also, viel Spaß hier noch. Schließen Sie den Saloon. Ja, da hätte ich gern viel früher gemacht. Jetzt gehen ja hier die ganzen Leute rein. Du kannst deinen Saloon nun anpassen, wenn er geschlossen ist. Das glaube ich soll hier auch nicht sein. Wähle das gewünschte Werkzeug aus dem Menü, bla bla bla, okay. Möbel können im Inventar gespeichert werden, Tabulator drücken, okay. Du kannst alte Möbel ausblenden, indem du sie fest als F drücken und entsprechende Taste, okay. Let's do a little rearranging here. Was kann man denn hier so machen? Also er zerstört das Schluss. Da kann ich nichts machen. Boden auch nicht. Aber kann ich hier was machen? Nö. Kann ich linke Maustaste anpassen. Fancy Ding. Okay. Das ist einigermaßen intuitiv. It already looks better. Ja, schon. Okay. Was? Nee. Was denn? Oh, moin! Kann ich... Also das wären nur so Sachen, wo ich was hinstellen kann. Moin! Also wir haben eigentlich geschlossen, aber ja, gut. Whisky. Thanks. Oh. Your half. For the first corpse. Half? Yep. Half. Didn't W tell you? About what? Damn. Well, anyway. You will find out sooner than me what this key opens. Judging by where he hid it, it must open something valuable. Wait, hold on. You mean to say you'll pay me for bringing you bodies? If I find something on them. And if the body didn't belong to the sheriff or some other big shot. For such hot merch, I take everything for myself. So läuft es also. Sounds fair. I think so too. One more thing. Ja. I won't be checking their pulse, if you know what I mean. Lol, okay. Gut. Prüfen Sie, was der Schlüssel öffnet. Ja, you ja. Mean? Ciao. Oh. Never mind. Da hinten war noch die eine Tür da. What's this? I see. Wird aus einem Ort, in dem Sie zur Zukunft Trophäen aufbewahren und Erfolge bei der Führung des Saloons dokumentieren können. Okay. Ah, hier geht's dann auch wieder raus. Was haben wir denn hier? Lieber Simon, mit den Kindern ist alles in Ordnung. Mama ist sehr krank, sie wird nicht mehr lange leben. Du hast ihr versprochen, nicht zu trinken. Wir machen uns große Sorgen um dich. Mein armer kleiner Bruder, sie haben dich so sehr geschlagen. Es ist nicht deine Schuld. Du kannst niemanden zwingen zu kommen. Ich bitte, dass Mr. Locke Loke sieht, wie sehr du dich bemühst und dir ein wenig verzeiht. Ich weiß, du bist für das... Ja, du wirst das überstehen, so wie du es immer getan hast, meine ganze liebe Elizabeth. I'm sorry, Elizabeth. His luck ran out. It's been a long day. Should I go to bed or open the saloon for a bit more? Wir gehen ins Bett. So.
Sie haben eine... Chin Gadi, Chin on irgendwas? Also Jan, was im Saloon los ist. Wieso? What the Good morning, Samuel. I thought I closed for the night. Morning, you did. But for locals, it's more of a suggestion than a rule. Yeah, warum ist das einfach mal Trash hier drin gewesen? So, was ist das? Kannst du mal wieder weggehen? Naja, toll. Jetzt habe ich den Müllsack hier. Bringen wir den mal schnell weg. Dann ist erledigt. So, wunderbar. Sprechen Sie mit Samuel. Echt jetzt? Spawnt es jetzt hier so random jede Nacht? So, also, was los? What brings you here so early? Good news. Old John Morris up and died. That's good news. For you sure is. Big debts at the bank and this morn they're auctioning off his belongings. It wouldn't hurt to replace a few things in the saloon. What's available? All sorts. Tables, chairs, beds, paintings, even hunting trophies. Trophies? He was fond of hunting? Fond's putting it mildly. Earl's already gone to check him out. Said he'd swing by hereafter. You know each other? I mean, you and Earl? Sure. Him and Addie, they lived here up until recently. Earl's a bit on the shy side, but he's got a heart of gold. Give him a chance. Got it. I'll wait for him then. Another thing. About that dinner yesterday... Did it sit well with you? Tasty as can be. About time someone used that kitchen right. Then stop by any time. In return, brought you these pints. From a trader trying to make beer a thing here, it didn't take. Could use them. Just what I needed. What the heck was I thinking, taking them? Much obliged. Glad I could return the favor. I best be off now. See you around. Okay. Hallo, bis denn hier. Geil. Geile Sachen. Wo kommen die hin? Ah, nach oben. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, einkaufen gehen. Also, Abfall. Gut. Nee, wir tun den Saloon mal noch nicht. Cheyenne, I've brought you some supplies from the big city. Come and see. Okay. Also, Laden öffnen. Was ist das? Chin. Halt. Ah. Will ich mal dreimal haben. Wasser noch nicht. Whisky gern einmal. Zitrone nehme ich auch einmal mit. Einmal. Ansonsten brauche ich da irgendwie was. Also ich nehme doch mal zweimal von den Zeugs was mit. Ja. Sind Sie sicher? Jo. Alles klar. Was ist hier los? Achso, da hinten wegen dem Müll schon wieder. Wo kommt das alles hin? So, Gin-Lagerung. Da könnte man nochmal drei machen. Also muss ich das jetzt selber rausfinden, wo die ganzen Sachen hier hinkommen. Okay, 6 jetzt mittlerweile. 10. Kommt der Rest hin? Der Rest? Ah, da. Okay. Ah, Zitronensaft. Zucker. Cayennepfeffer. Okay, zählt keine Artikel. Einmal in den Abfall.
Kurze Abfall. Ach so, da ist einfach nur der Boden schmutzig. Nein, oh, das wollte ich gar nicht. So, machen wir mal so. Ja, schön hier werden. Wo muss ich da wischen? Ich muss da wischen. Oder auch nicht. Der muss weg. Alter. Ah, noch mehr Müll. Da hinten auch. Das war's. Ich stelle ich mal kurz hier hin. Okay, das war das auch weg. Weg hier, weg hier. Greifen Sie zu. Ach so, den kann ich gerade einfach so reintun. Okay. Ich auch? Nee. Das ist immer noch schmutzig hier. So, kann ich jetzt eigentlich die Sachen kaputt machen? Nee. Gut, den kann ich jetzt ganz normal hier hinstellen. Aber ich will die Sachen hier kaputt machen. Nee, misst du mich nicht. Gut, Müllsack. Komm mit. Und was wäre, wenn ich das einfach nur so irgendwo in der Stadt deponiere? Ob ich dann der Sheriff vielleicht das irgendwie ankackt? So. Rein da. Soll man noch schauen wegen neuen Möbeln? Na komm, wir machen mal auf. Genieße Ihre Gäste und warten Sie auf Earl. Okay. Okay. Essen haben wir da noch? Ah ja, das ist sogar noch Baum. Okay. Moin. So, was soll es denn sein? Gin on the Rocks, Barglas. Dann brauchen wir hier den Gin. Eiswürfel. Sehr schön. Was machen wir hier? Gin Gerade, Barglas. Gin pur. This drink is finer than a cool breeze. So, so schnell geht es. Ein Schuss-Gin, Schnapsglas. Hot damn, this drink is liquid gold. Ne? So. Geld. Und einmal sauber machen. This drink is finer than a cool breeze. Dankeschön. Oh shit, der will Spezialessen haben. So. Stiftungen? Kein Rezept ausgewählt. Mache ich das nochmal? Buch öffnen und Rezept zu verfolgen auswählen. Nein. Oder meinst du jetzt das hier? Ja. Wo ist das Buch? 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 Ah, da. Ah, ich habe da eine Biskuit und Soße. Gesalzene Mahlzeit, gesalzene Mahlzeit. Ah, bekannt. Zufügen Sie so und Cayenne-Pfeffer. Wie kann ich das jetzt verfolgen? Hm. Zeitschrift. Nee. Ach so, hier kann ich es gerade direkt machen. Also, bekannt. Zu verfolgen. Rindfleisch, Fleisch von Organ. Rindfleisch haben wir aber nicht. Shit. Ey, ich muss Rindfleisch kaufen. Oh, scheiße, das sind wieder Leute an der Bar. Mach ich euch mit
zuerst the Whisky, Apfelwein, Eiswürfel. So, Löffel umrühren. Viel Spaß. Wieder Gin. This drink is so damn good, it could bring a smile to a grizzly bear. Den Spruch habe ich schon mal gehört. Oh, da ist er ja. How's it going, Doc? That beaten guy from yesterday gave me a load of stress. Everything all right with him? Tried to sober him up with smelling salts, then he coughed and vomited blood. Oh. Oh, hell. So, he's a goner. Thought so too. Turned out the blood was from a broken tooth, and the vomit was due to the booze. Well, that's a relief. Maybe, but it doesn't change the fact that I spent half the afternoon wondering what's wrong with him, and the other half kicking myself for not figuring it out. Fancy a drink? Yes, please. Got any gin? Ja, tatsächlich, ja. Und ich sollte eigentlich Fleisch kaufen. Was kann ich das einfach mal machen? Einmal Fleisch hier. Laden öffnen. Ich brauche Lebensmittel. Aber viermal ein bisschen was von dem da. Ja, komm. Bestellen, dankeschön. Meine Kiste. Das lagert sich ja alles auch so gut ohne Kühlschrank. Wohin mit dem ganzen Zeug? Kommt das Fleisch hin? Hier rein? Okay. Und das andere Zeugs? Ah, okay, I see. Und das Fleisch? Hallo? Wo kommt das Fleisch hin? Hier? Hardtack. Fleisch von Organ. Butter. Wo kommt das normale Fleisch hin? Hier oben. Okay. So. Jetzt werden wir das eine Ding da kochen. Also Rezept auswählen, bekannt, Rezept verfolgen, Rindfleisch. Okay, Fleisch von Organ. Weil, warum auch nicht? Butter. Was ist das? Hartig, das ist das da. Oh, Zitronensaft. So? Okay, Cayennepfeffer. Alles klar. Gut. Passt. Also, wir stellen es mal hier hin. Nehmen wir jetzt noch mal so einen Teller. Nehmen das mal mit für den Dude da hinten. Da, bitteschön. Frisch gekocht. Oh, und mehr Drinks. Schnapsglas. Whisky. Sorry, jetzt wegen einem Warten. So. Schnapsglas. Gin. This drink is so damn good, it could bring a smile to a grizzly bear. Was bist du? Baklava's Gin. Pure liquid bliss, Papa. Bitte schön. Bisschen zu viel. Thanks a bunch. Immer gern. Da hinten ist Geld. Moin. By the way, got something for you. What's ja, this? Gleich. Some shady guy tried to sell me a whole crate. Claimed it was a cure-all. Yeah, right. In my ass. What happened to him?
liver gave out and he died, left this snake oil with me. Sure ain't medicine, but makes a fine drink mixer. Okay. I won't poison anyone with this. Trust me. I had a whole crate of it. All right, thanks. No problem. See you around. Ja, ich glaube, jetzt haben wir doch ein bisschen was gesehen von unserem Saloon Simulator. Da werden garantiert noch ein paar Sachen dazukommen, was man hier so tun muss. Und man kann den Saloon dann hier entsprechend ihn schön machen. Ja, also, ich würde es mir nochmal angucken. Es ist, wenn er dann... Ja, danke. Nochmal anschauen, wie viel Polishing sie da noch machen vor dem eigentlichen Release. Aber sonst ist es ein bisschen billig. Aber ich sehe schon, wie man hier Spaß haben kann. Und ich würde mal sagen, fürs Angezockt dauert das Video jetzt eh gerade schon ein bisschen länger. Was ist eure Meinung zum Saloon Simulator? Er hat Potenzial. Es ist ein nettes Setting. Aber er hat offensichtlich so seine Schwächen. Ich mache mal hier wieder zu. Ich kann nicht mehr zumachen. Okay. Ja, von 1 bis 5, wo 5 das Beste ist, würde ich jetzt mal sagen, kriegt er eine 3 von mir. Das Erste. Es braucht definitiv noch mehr Arbeit. Vor allem Dialoge und so. Aber das System, was sie da hier so verwenden für die einzelnen Sachen, ist nicht schlecht. Also haben sie schon ein bisschen was dabei überlegt. Bis dahin, ich wünsche euch Spaß und bleibt nüchtern. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.